Ich wollte ihr helfen. Ich habe versucht, sie da rauszubekommen, ihr Tipps zu geben und sie zu unterstützen. Doch es hat nicht funktioniert. Und dann war es zu spät. Du Schatz, was ich fragen wollte, hast du wieder? Ja, hab ich. Mann, du hast doch versprochen, damit aufzuhören. Wieso kannst du das nicht? Zeig mal her. Ich verstehe es einfach nicht. Du verstehst es einfach nicht. Das geht nicht. Immer wenn ich Stress habe, muss ich mich schneiden. Das beruhigt mich und lässt mich runterkommen. Schon wieder Stress daheim? Schon wieder? Jonas, es geht schon seit einer Ewigkeit so. Was war denn? Eine 3 in Mathe. Eine 3 in Mathe? Sei doch froh, der Durchschnitt war 4,2. Ich bin froh. Mein Vater ist es nicht. Hat er dir irgendwas getan? Krass, wie kann man seinem Kind sowas antun? Ist doch psychisch krank. Er ist psychisch krank. Er beschlägt meine Mutter und mich jedes Mal einfach so grundlos. Alles nur wegen dem scheiß Alkohol. Wir müssen doch irgendwas dagegen machen. Aber was denn? Wir sind auf sein Geld angewiesen. Und abgesehen davon, ich glaube nicht, dass er das zulassen würde. Wie kann man nur bei so jemandem leben? Ich kann doch bald ausziehen. Du, Schatz, könnten wir bitte das Thema wechseln? Ja, okay. Okay. Übrigens, was ich noch fragen wollte, hast du Lust, heute Abend mit zu Tims Geburtstag zu gehen? Tim hat mich eingeladen und gefragt, ob du mitkommst. Klar, dann bin ich nicht zu Hause, wenn mein Vater wieder betrunken heimkommt. Um 6 bei dir? Jo, passt. Schatz, ich glaube, wenn ich dich nicht hätte, lege ich schon längst am gleichen Platz wie Tabea. Auf denselben Bahngleisen. Mann, sag sowas nicht. Jonas! Wir müssen da... Ja, eindeutig. Was ist denn? Ist das jetzt dein voller Ernst? Ich habe einen Abschluss vor deinem Haus gemacht und bist einfach hierher gekommen. Leonie hat gesagt, dass du nachkommst. Was hat sie gesagt? Das glaube ich jetzt nicht. Warum hast du mich nicht angerufen? Warum glaubst du dieser Bitch und warum hast du so viel gesoffen? Ich sauf. Ulima. Mann, Schatz, du bist doch jetzt hier. Alles ist gut. Kommst du wieder mit rein? Ja, okay. Auf geht's, ich mixe mal einen Drink. Leonie, hast mich aber erst schlecht. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Raus mit der Sprache. Ich merke, dass es mit ihm nicht stimmt. Hannah, sie ritzt sich immer wieder. Sie ritzt sich? Pure Aufmerksamkeitsstörung. Das glaube ich nicht. Sie hat so viele Probleme. Glaubst du nicht? Was denkst du, warum sie immer nur bei dir rumjammert und all ihre Probleme erzählt? Ganz einfach. Sie will, dass du dich nur um sie kümmerst und keine Zeit mehr für andere hast. Typisch. Willst du wirklich? Natürlich, schau sie doch mal an. Vielleicht die Klamotten weißen drauf hin. Jetzt reicht's aber. Aber mal im Ernst, du brauchst auch mal Zeit für dich. Und ich merke, dass du auch mehr Zeit willst. Was soll ich denn machen? Stell sie vor die Wahl, entweder du oder Ritzen. Ganz einfach vor die Wahl stellen, ohne viel Aufwand. Weißt du was? Das mache ich jetzt. Anna, ich muss mit dir reden. So. Entweder du hörst auf, dich zu ritzen, oder ich mach Schluss. Das ist jetzt dein Ernst? Kommst du jetzt schon wieder darauf? Das war bestimmt diese hässliche Leo, wie wir werden sonst. Und deine Freizeit kaputt machen? Warum sollte ich? Kann ich meinem Freund nicht meine Probleme erzählen? Ich gehe jetzt einfach. Da hat keine Augen. Ich merke, dass es gleich ist. Was soll das jetzt? Ich wollte eigentlich zurückkommen, mich bei dir zu entschuldigen, dass wir morgen nochmal miteinander reden. Was soll das? Wir waren doch glücklich. Ich habe mich einfach geküsst, ich wollte das nicht. Das soll ich dir jetzt glauben? Ich glaube dir gar nichts mehr. Hanna, verpiss dich doch. Du merkst doch einfach, dass er glücklicher mit mir ist. Das sehe ich, du behinderte Schlampe. Nicht angezogen. Na, das ist die Party. Fuck, hab ich Kopfschmerzen. Mm-hmm.
Diese beschissene Leonie. Shit, ich muss Hannah anrufen. Hoffentlich ist nicht zu spät. Scheiße. Was habe ich gemacht? Hey, du. Hallo. Du wegen gestern. Ich muss mit dir reden, bitte. Ja, von mir aus. Können wir uns treffen? In einer halben Stunde im Park. Jo, super. Danke. Shit. Hey. Du, wegen gestern Abend. Lass uns erstmal Platz zum Hinsetzen. Und wie sieht es jetzt aus mit uns? Für dich ist doch alles geklärt, oder? Nein, das ist es ja. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, aber ich wollte Leonie nicht küssen. Wirklich? Ja, und ich weiß nicht, ob du es glauben möchtest, aber nachdem du weg warst, wollte sie mich wieder küssen und ich habe mich losgerissen. Ich war selber geschockt. Okay, Mann, Schatz, ich will dich einfach nicht verlieren. Ist es dann aus der Welt? Ich weiß, tut mir leid, aber ich war komplett überrumpelt. Alkohol, dann noch diese Leonie. Keine gute Mischung. Ja, okay, dann ist es aus der Welt. Du, wegen gestern, ich wollte erst was aus der Welt haben, aber eins gibt's noch, das mit dem Ritzen, ich schaff das nicht mehr. Siehst du, von gestern Abend, oder? Ja, nachdem das gestern war, konnte ich nicht anders. Es ging nicht anders. Es ging. Du hast ein halbes Jahr geschafft, ohne dich zu ritzen. Ich musste was beichten. In dieser Zeit habe ich es an anderen Stellen gemacht, die du noch gar nicht kanntest. Irgendwann gingen sie aus und ich musste es wieder an Arm und Bein machen. Okay, dann gelogen hast du mich auch noch. Tut mir leid, Jonas, bitte. Mann, ich liebe dich. Wenn du mich lieben würdest, hättest du mir sowas nicht vorgespielt. Ich weiß, das, was ich gemacht habe, war nicht richtig, aber ich war nicht Herr meiner Sinne und habe das vor allem nicht geplant. Und das ist genau der Grund, warum ich nicht mehr mit dir zusammen sein kann. Ich hoffe, du findest jemanden, der dir irgendwie helfen kann. Und wir können ja immer noch Freunde bleiben. Was? Nein! Jonas, bitte! Wen habe ich ohne dich? Niemanden! Ich muss es dann auch los. Ich habe noch einen Arzttermin. Okay. Bis dann. Dann sitze ich. Hi, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Naja, mir geht's gut. Sicher? Ich sehe doch, dass dir irgendwas bedrückt. Egal, mir geht's gut. Gibst du mir einen Gott? Klar, wenn du meinst. So, bitteschön, du gönnst den ganzen Spaß ja schon. Helm noch. Ja, sorry. Hier. Viel Spaß hier.
du, ich schreibe dir jetzt einfach mal, was mir durch den Kopf geht. Ich hoffe, du weißt, dass ich das Ganze im Moment nicht haben will. Ich will mich nicht ritzen. Ich will keinen Streit mit dir. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich weiß, dass man das als Außenstehender nicht verstehen kann. Aber es ist so. Es ist wie Drogen nehmen oder rauchen. Wenn ich es nicht mache, bekomme ich Entzugserscheinungen. Und mir geht es schlecht. Dann geht es mir wohl wie Drogensüchtigen. Und wenn ich mich dann geschnitten habe, geht es mir wieder gut. Ritzen fängt ganz harmlos an. Mit einem Geodreieck oder so. Und dann braucht man stärkeres, tiefere Schnitte, mehr Blut. Ich will, dass du weißt, dass du nicht an der Sache schuld bist. Du darfst dich nicht schuldig fühlen, bitte. Und irgendwann, wenn man es nicht geschafft hat, da rauszukommen, kommt der Schluss. Bei Heroinsüchtigen der goldene Schuss. Und dann ist das Leben vorbei. Und genau bei diesem Punkt bin ich angelangt. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mal die Schläge meines Vaters abbekommen. Und ich will euch allen nicht mal auf die Nerven gehen. Ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe. Von ganzem Herzen. Bitte zeige diese Nachrichten auch meinen Eltern. Ich möchte, dass sie wissen, dass sie auch einen großen Teil zu der Sache beigetragen haben. Naja, Jonas, ich wünsche noch viel Erfolg in deinem Leben. Vergiss mich bitte. Such dir eine neue große Liebe. Ich liebe dich. Leonie, komm schnell bitte zu den 22 an der Kinderstraße. Ja, ich kann da bitte was antun. Schnell! Jetzt geh doch da einfach weg. Mach's für mich, bitte. Jonas, du kannst sagen, was du willst. Ich geh da nicht weg. Mann, da hinten kommt ein Zug. Jetzt beeil dich. Lass mich allein. Anna, nein.